Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Nintendo hat mir erlaubt, euch 2 Stunden vor Release von dem Spiel zu zeigen. Und das tun wir hiermit mit Twilight Princess HD. Die Parts werden alle 10 Minuten einen Schnitt drin haben. Ihr kennt das mit Preview-Versionen, wie das so ist bei Nintendo. Und wir fangen eine leere Datei an, heißen Link, weil ich finde Link immer noch besser. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen gelöscht. Das war natürlich nicht Absicht. Moment. Das kleine K hätte ich gerne, Spiel. Komm. So. Epona, natürlich. Und du startest im normalen Modus oder spielen wir den Heldenmodus? Du nimmst doppelten Schaden und es erscheinen keine Herzen für fortgeschrittene Spieler. Keine Herzen. Ich habe gehört, wenn man das Spiel neu lädt, wird man wieder geheilt. Wollen wir normal spielen? Oder keine Herzen? Ich bin ein Basel eigentlich. Wir versuchen es im Heldenmodus. Wenn es überhaupt nicht klappt, muss ich halt umstellen. Ich habe eventuell sogar vor, dieses Spiel wieder komplett zu machen als Projekt, denn Twilight Princess ist eins der Spiele, die ich auf YouTube als erstes gebracht habe. Am Abend werde ich immer ein wenig sentimental, du nicht? Man sagt, um diese Stunde treffen das Diesseits und die andere Welt aufeinander. Und um diese Zeit kommen die Geister zu Besuch, die sich noch nicht von dieser Welt lösen können. Deshalb macht mich das Abendrot so sentimental und manchmal auch ein wenig traurig. Ach übrigens, Link. Übermorgen soll ich im Auftrag des Bürgermeisters nach Hyrule reisen und am königlichen Hofe etwas abzuliefern. Aber es wäre mir lieber, wenn du an meiner Stelle reisen könntest. Würdest du das für mich tun? Du warst noch nie in Hyrule, oder? Das Schloss von Hyrule ist riesig. Es ist umgeben von einer Stadt, viel größer als unser Dorf. Und die Welt, die unsere Göttinnen erschaffen haben, ist noch so viel größer als das. Du solltest sie dir unbedingt mit eigenen Augen ansehen. Aber es wird spät. Wir sollten langsam ins Dorf zurückkehren. Und wegen deiner Reise, ich werde alles mit dem Bürgermeister besprechen. Ja, doof gucken kann er gut. Unser Link. In HD. Hey, Link! Bist du da? Du musst mir helfen, die Ziegen zusammenzutreiben. In letzter Zeit wollen sie einfach nicht auf mich hören. Alles klar. Aber wo ist Epona? Tja, und damit beginnt unsere Reise. Und das Erste, was mir auffällt, meine Freundin hat das Spiel auch schon angefangen, so für sich zu spielen. Sie hat es aber in der Spiegelung der GameCube-Version und ich habe gerade die Spiegelung der Wii-Version. Hat das mit dem Heldenmodus zu tun? Das wäre sehr interessant zu wissen, weil dann kann man das beeinflussen und weiß davon eigentlich gar nichts. Weil das Spiel sagt es einem nicht. Bei mir ist es nämlich andersrum. Sie hat sich nämlich beschwert, dass sie die Spiegelung der GameCube-Version hat, die ich besser kenne.
Obwohl ich die Wii-Version ja auch Let's Played habe. Aber egal, wir gehen jetzt einfach mal in den Wald. Ich hoffe, ich komme klar. Ich habe es ja schon mal in der Spielung gespielt, aber müssen wir mal schauen, ob ich so klarkomme. Okay, wir können natürlich Zelda typisch natürlich wieder Sachen aufheben. Hier sind unter jedem Stein übrigens Rubine, die sollte man vielleicht, ne? Uppa, das weiß ich noch aus der Wii-Version. Nee, habe ich eigentlich auch nochmal gesehen, als meine Freundin das gespielt hat. Aber ich wusste das auch noch. Ist da überall, hallo? Schmeiß den Stein bitte weg. Die Rubine will ich nämlich alle mitnehmen. Kann ja nur praktisch werden. So. So, die nehmen wir alle mit, auch wenn es zu klein Schiss ist. Und da kann man reinkrabbeln, da müssen wir aber noch nicht durch. So. Zack. Machen wir mal so. Okay. Dann gehen wir jetzt mal Epona abholen, wa? Ja, das Menü ist ein bisschen überarbeitet worden, natürlich alles auf die Wii U abgestimmt. Ich weiß nicht, welche Änderungen gemacht wurden, außer dem Heldenmodus und der Amiibo-Unterstützung von Ganondorf und Zelda-Amiibos allgemein. Muss man mal rausfinden später. Ah, Link. Schau, ich habe Epona für dich fein gemacht. Dass der immer nur so grenzdebil schaut, ey. Ach ja. Nee, pflücken will ich die jetzt nicht. Epona ist so ein schönes Pferd und schöne Pferde brauchen gute Pflege. Übrigens, Link, ich habe deine Bitte an dich. Kannst du dich nicht auf einem Grashalm die Melodie... Was? Kannst du nicht auf einem Grashalm die Melodie spielen, die Epona so gerne mag? Ja, klar. Auf, mach mal hier. Zack. Und flöten. Kommst du jetzt? Hab ich gemacht. Und jetzt? So eine schöne Melodie. Epona scheint sie auch zu mögen. Also gut, Epona, ist jetzt sauber. Geht heim, ihr beiden. Aber macht mir keinen Unsinn. Verstanden, Link? Alles klar. Wuhu! Ja, Epona. Huch, die Dinger sind unten keine Möhren mehr. Waren das früher nicht Möhren? Jetzt sind das Sporen? Wie gemein. Also da fand ich die Möhren netter. Also, waren das Möhren? Ich meine schon. Na, Karotten halt. So, und jetzt muss ich Richtung Dorf reiten. Hallo, Eichhörnchen. So, da lang. Ordon. Es sieht in HD schon sehr hübsch aus. Klar, ein bisschen mehr geht immer, aber ich finde, das reicht. Wunderhübsch. So, dann reiten wir jetzt zur Farm und treiben die Ziegen zusammen, würde ich sagen. Da sind es auch schon, die Ziegen. Das habe ich früher ungern gemacht, weil das ist echt stressig. Die Weide. Hallöchen. Tut mir leid, Link. Du musst dich wohl ziemlich beeilen. In letzter Zeit sind die Tiere so unruhig. Sie wollen einfach nicht mehr tun, was man ihnen sagt. Aber wenn Epona dir hilft, kannst du sie sicher schnell zusammentreiben. Also gut, es ist schon spät. Bist du bereit? Ja. Klar. Wunderbar. Treib die Ziegen ganz einfach alle in den Stall. Jiha! Antreiben. Komm. Ziege Nummer 1. Wie kann ich denn Epona antreiben? Kann ich nicht Epona antreiben? So kann ich mich ducken. Ah, okay. Wie treibe ich denn Epona an? Komm schon. Kann man nicht schneller reiten mit Epona? Ich bin gerade ein bisschen langsam unterwegs hier. Rein da. So, im Stall. So, jetzt machen wir mal hier eine Combo. Die machen alle so eine doofe Kurve. Okay, die stehen alle ganz gut. Komm, hier machen wir mal mehrere direkt hier. Schneller. Nein, 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 nein. Ach, Mann. Na gut, komm, laufen wir eine Runde. Oh nein, es ist sauer. Stimmt, die werden ja sauer. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Oh, verdammt. Wenn man die zu oft antreibt, werden die ja pissig. Na gut.
Holen wir uns erstmal da hinten das, die Ziege. Ist das eine oder zwei? Eine, ne? Ja. So. Los, Ziege. Los. Ich glaube, man darf die nicht allgemein zu oft anheizen. In die Richtung. Die eine ist schon reingerannt. Die ist brav. Okay. Jetzt nur noch hier die zickige. Die zickige Ziege. Komm, lauf. Lauf in den Stall. Lauf in den Stall. Aber zackig. Dankeschön. Später kann man damit ja Geld verdienen. Link, Ebona, vielen, vielen Dank. Morgen schaffe ich es bestimmt wieder alleine und du kannst dir jetzt einen ruhigen Abend machen. Oder hast du ein wenig Zeit? Willst du vielleicht mit Ebona ein wenig Springreiten üben? Warte einen Moment, ich stelle dir nur ein paar Hindernisse auf. Springreiten könnte man ja auch, stimmt. So, fertig, du kannst es loslegen. Wenn du genug hast, spring einfach über das Tor und reite nach Hause. Ja, das fand ich früher schon cool. Wie treibe ich Ebona denn an? Ah, jetzt kann ich Ebona antreiben. Ja, genau. Man kann jetzt halt ihr die Sporen geben. Und ich meine, ich bin mir ziemlich sicher, dass das früher Möhren waren. Oder ich verwechsel das mit Ocarina of Time. Dass es in Ocarina of Time Möhren waren. Und nicht hier. Das kann natürlich auch sein. Egal, wir gehen raus. Speichern. Ja, gerne. Link, im Heldenmodus. Dann bin ich mal gespannt, was das wird, ey. Zum Glück hat mir die Ziege schon keinen Schaden gemacht. Hey! Link, wach auf! Draußen ist es schon ganz hell. Okay. Oh, wir sind zu Hause. So. Ah, also, wie rolle ich denn? Muss ich gleich mal üben, weil Rollen ist wichtig, wenn ich irgendwo runterspringe. Und nicht rollen kann. Wie rolle ich denn? Kann ich hier drin nicht rollen? Ich glaube, ich kann hier drin noch nicht rollen. Okay. War hier irgendwas drin? Existierte der Keller früher auch schon? Ich weiß gar nicht. Ich meine schon. Oh Gott. Hallo? War hier nicht eine Kiste? Warte mal. Hier war irgendwo eine Kiste. Hier ist sie, oder? Zack. Warte mal. Nee, hier ist irgendwie eine Wand. Mann, man konnte ganz easy hier eine Kiste holen. Egal, wir gehen raus. Später mit der Lampe auf jeden Fall wiederkommen. Das ist wichtig. Okay. Ich glaube, früher konnte ich die sogar blind holen. Aber jetzt geht das nicht mehr. Ich bin zu blöd dafür. Okay. Dann gehen wir wieder. Mal gucken, was die Kids von uns wollen. Hey, Kids. Kann ich jetzt rollen? Ah, mit A, okay. Alles klar. Hey Link, hast du schon gehört? Im Laden im Dorf kann man jetzt eine Schleuder kaufen. Stell dir nur mal vor, eine Schleuder. Ich wüsste nur zu gerne, wie viel Wucht dahinter steckt. Taro Maro, wenn ihr unbedingt so eine Schleuder haben wollt, dann kommt doch einfach in unseren Laden und kauft euch eine. Sag mal, Betty, weißt du eigentlich, was so eine Schleuder kostet? Kannst du nicht deine Mama fragen, ob sie sie uns einmal ausleiht? Du spinnst wohl. Wenn du eine Schleuder willst, leg doch mit Taro zusammen. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Aber das schaffen wir doch nie. Ich wünsche, unsere Eltern hätten keine blöde Mühle, sondern lieber ein paar coole Schleudern für uns. So habe ich den Kleinen früher übrigens gesprochen im LP. Später. Ich weiß gar nicht. Am Anfang glaube ich nicht, aber später habe ich mir gedacht, das ist eine coole Stimme für den. Zumindest habe ich das gerade so im Kopf. Kann auch sein, dass ich mich voll vertue. Du Link, die Angel, die ich gebastelt habe, ist jetzt fertig. Eigentlich wollte ich sie dir schon heute Morgen geben. Aber Papa meinte, ich soll warten, bis du sie dir selbst abholst. Jetzt ist Papa gerade unterwegs, also fragst du am besten Mama danach. Sie müsste am Fluss sein. Alles klar. Okay, wir gehen jetzt einfach mal ins Dörfchen. Ins Le Dörfchen. Oh, Don. Hallo, jetzt kann man hier mit allen reden. Guten Morgen, Link. Und heute deinen freien Tag? Ich muss heute das Lager füllen, sagt meine Frau. Siehst du da oben auf den Bäumen? Wenn du mit Hilfe von R die Perspektive wechselst, kannst du das mit R noch oder dem Gamepad ganz leicht erkennen. Dieses Bienennest da oben kann man sich ja ganz leicht herunterbekommen. Seit gestern ist unser Kater weg. Zira ist ganz niedergeschlagen. Ich muss sie irgendwie ablenken. Zira klingt eigentlich cooler. Du gibst mir doch ein Cook-Tutorial, oder?
Hey, Link, hallo. Du kannst von da unten mit mir reden, wenn du dich mit, wenn du mich mit ZL ansiehst und gleichzeitig A drückst. Oh. Ja, genau, so macht man das. Jetzt verstehe ich dich auch gleich viel besser. Du solltest den Gören auch mal erklären, dass man lauter sprechen kann, wenn man jemanden mit ZL anvisiert und dann A drückt. Übrigens, Link, du könntest auch einfach den Efeu verwenden, um hier hochzuklettern. Nee. Du hast jetzt keinen Bock drauf, du. Warte mal, hier, du bist die Mama. Ah, hallo, Link. Du möchtest die Angel haben, die Colin für dich gemacht hat? Entschuldige, aber kann ich dich vorher um etwas bitten? Du hast nicht zufällig einen Weidenkorb im Fluss treiben sehen, oder? Einen geflochtenen Korb, in dem man zum Beispiel ein Baby legen kann? Ich frage mich, wohin er wohl getrieben sein kann. Ja, ich weiß auch noch ungefähr, wo der ist. Der ist da hinten, glaube ich. Da ist die Katze, die Fisch... Oh, das ist, kommen mir alle Erinnerungen hoch. Es tut mir leid, wenn ich euch spoiler. Aber ich kenne das Spiel halt. Es ist nicht blind, sozusagen. So, hi. Siehst du, schon bist du da. Übrigens ist da drüben nicht die Katze von Zero aus dem Laden. Die sitzt schon die ganze Zeit neben meinem Haus und starrt auf den Fluss. Ob sie wohl nach Fischen sucht? Haha, aber ohne Angel wird sie wohl kaum einen erwischen. Na, egal. Eigentlich wollte ich dir sowieso etwas ganz anderes sagen. Schau dir mal das Gras da drüben auf dem Felsen an. Ist das nicht die Sorte, auf der du immer flötest? Ich habe mir gedacht, das interessiert dich vielleicht. Ist nicht schließlich ein ungewöhnlicher Ort, um Gras zu suchen. Du schaffst doch sicher, mit Hilfe von L hinüberzuspringen, oder? Für dich doch kein Problem. Klar. So. Und jetzt flöten wir mal. Jetzt kommt nämlich was Tolles, was man jetzt am Anfang braucht. Und Hallöchen. Keine Ahnung, warum Link so gut mit Vögeln kann, aber da hinten ist ein Affe, den holen wir uns jetzt. War das zu tief? Ah, ich hätte das von da hinten machen sollen, oder? Warte mal. War eh nur ein Beispiel. Warte mal, genau. Hier, so. Zack, zack. Hier liegt ein blauer Rubin, der gibt uns 5 Rubine. So, hier flöten wir nochmal. Kann man das überspringen? Nicht Zähne. Das kann man abbrechen. Okay. Den Vogelflug kann man abbrechen. So, und jetzt holen wir uns den Affen. Zack. Und da haben wir den Weidenkorb, wo man zum Beispiel ein Baby reinlegen kann. Was ein Zufall. Ja, ja. Ach ja, Twilight Princess ist ein schönes Zelda. So. Dann geben wir das mal der jungen Mama. Oh, Link. Das ist ja der Korb. Hast du ihn extra für mich gesucht? Danke, vielen Dank. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe da etwas, was ich dir geben wollte. Kommst du kurz mit mir? Den Weidenkorb könntest du auch mitbringen, wenn es dir nichts ausmacht. Muss ich auf sie warten, das ist natürlich,